Willkommen zurück bei Batman 101 mit eurem Gastgeber, dem einzig wahren Jet von DC Kids. In dieser Episode verraten wir euch ein paar witzige Fakten über Batmans engsten Verbündeten und besten Freund. Diese Figur ist nicht nur einer der Lieblinge der Fans, er gehört schon fast zur Bruce Familie und hilft Batman öfter als ihr denkt. Die Rede ist natürlich von Alfred. Good heavens. Sorry about the mess, Alfred. The front door too conventional for you, sir. Den besten Butler der Comicgeschichte gibt es seit den 40ern. Und er hält nicht nur die Batcave sauber. If only we could build a cleaning robot to assist the Batman's butler. Er ist ein wichtiger Teil der Batman-Familie. Seht in diesem Ausschnitt aus Beware the Batman, wie Alfred Batman auf Trab hält, auch wenn er keine Verbrechen bekämpft. Are we through? I didn't hurt you, did I? Alfred. I'm quite fine. Thank you for asking, Bruce. Tell me that was not the real Van Gogh. A copy. The real painting is safely locked away. I'll have your room and the hallway cleaned by this afternoon. Good. What's wrong? It took you 5 moves to subdue me. It should have taken you 3. Your reaction to me at the foot of your bed was sloppy at best. If I hadn't purposely... Do we need to do this now? Ugh. My job is to protect you. I can't do that if you won't let me. You're not alone in this. We've had this conversation. Your job is to protect Bruce Wayne, not Batman. Are they not the same? Wie ihr seht, ist Alfred nicht der typische Butler. Er ist offensichtlich einer von Batmans besten Freunden. If you or Batman need me, I will be there. This I promise you. Aber es gibt viel, was ihr sicher noch nicht über ihn wusstet. Hier sind ein paar witzige Fakten über Alfred Pennyworth. Nummer 1. Er ist ein ehemaliger Geheimagent. Hold on. Just who exactly are you? Why didn't I tell you? I'm the butler. Alfred ist vielleicht ein Spitzenbutler, aber das war nicht sein erster Job. Bevor er in Bruce Manor beschäftigt war, war er Teil der britischen Spezialeinheit und ein Agent der MI5. Das erklärt schon mal, wieso er sich so gut in einem Kampf behaupten kann. Sir! Jolly good reflexes. Er ist außerdem ein ausgebildeter Arzt. Wenn er also Prügel einstecken muss, kann er sich immer darauf verlassen, dass sein Freund Alfred ihn wieder zusammenpflegt. A stranger in the Batcave? Tonight we'll make an exception. Oh my. Chap could use a dentist. Or a medic. Right then. Nummer 2. Er ist eine Vaterfigur. Alfred ist einer der wenigen Menschen, die Batmans wahre Identität kennen. Er ist wie ein Elternteil für Bruce. Alfred hat ihn wie seinen eigenen Sohn großgezogen, nachdem Bruce' Eltern verstorben waren, und half ihm, seine Batman-Persönlichkeit zu entwickeln. Oh, Master Bruce. I am so very sorry. I can never replace them. But I promise you, I will never, ever leave your side. Verrückt, wenn man sich vorstellt, was wohl aus Batman ohne Alfreds Unterstützung geworden wäre. Wäre er dann überhaupt Batman? Ow. Will you be requiring the Batbot, sir? I just need to watch those sudden moves. Jolly good then, sir. Aber Alfred ist nicht nur für Bruce da, sondern für die ganze Batman-Familie. Wie Robin. Und nachdem Alfred sich entschlossen hat, auch Dick Grayson unter die Arme zu greifen, kümmert er sich nun gleich um 2 Superhelden. His parents were all the family that boy had. That's why I've decided to take him in. As a foster son. If he'll have me. I was lucky enough to have you to guide me through those dark days, Alfred. Dick deserves the same. Welcome home, Dick. Dinner is served. I think this table might be bigger than my family's entire trailer. Indeed. It can seat 22 and sleep half that number. Now be sure you finish everything on your plate. So, where's Bruce? He's never around, is he?
Unfortunately, his work demands much of his time. Master Dick has been asking for you. I can't sit back and wait for the police to link the Zukos to the crime. Now that the boy is part of this family, I suspect he may need a father figure more than he needs a crime fighter. The criminal responsible for my parents' death was never brought to justice, Alfred. That's a burden I won't let Dick carry. Boss Zuko and his brothers have been harassing Gotham business owners for years. So far, my only lead is a toothpick I found at the circus carrying traces of Zuko's DNA. That would seem to only confirm what you already know, his involvement. This specific brand of toothpick is carried in only two places in Gotham, Alfred. Garrett's Family Restaurant and the Ice Pick Club. Master Dick, could I see you? Chop, chop. Huh? I thought you might want to see this. Mann, Alfred gibt oft gute Ratschläge, aber er hat auch noch viele andere Talente. Zum Beispiel ist er ein Nummer 3, ausgebildeter Schauspieler. Wusstet ihr, dass Alfred schauspielern kann? Richtig gehört, ein klassisch ausgebildeter Shakespeare-Schauspieler zu sein, ist eine ziemlich einzigartige Fähigkeit für einen Butler. Aber die schauspielerischen Fähigkeiten von Alfred haben sich bei der Arbeit für den Dunklen Ritter als nützlich erwiesen. Er hat nicht nur geholfen, Bruce' alter Ego mitzuentwickeln, er muss auch immer so tun, als wüsste er nicht, dass Bruce Batman ist. No, I'm sorry, sir. Mr. Wayne was called out of town. If you call back on Friday... Nummer 4. Er ist ein Technikkenner. Alfred ist ein Genie in Sachen Technik. Wenn er nicht die Batcave leitet, während Batman die Stadt rettet, ist er damit beschäftigt, die Gadgets zu reparieren und seine Batsuits auszurüsten. Let's get to work, shall we? Alfred musste sogar seine Spezialfahrzeuge mehr als einmal fahren, wie ihr in dem Clip aus Batman The Animated Series sehen könnt. In diesem Video setzt er sich hinter das Steuer des einzigartigen Batwing, um den entführten Bruce zu finden. Das muss es sein. Wir wollen jetzt landen. Negativ. Aber Master Bruce ist da unten. Wir müssen landen. Negativ. Landegebiet nicht ausreichend. Lande schon, du elender Schraubenkasten. Na dann, gute Nacht. Oh je. Ja. Nun lande doch schon. Achtung. Felswolke. Alle Achtung. Aufpassen beim Aussteigen. Ich nehme dieses Land für Spanien in Besitz. Master Bruce? Okay, das Fliegen muss er scheinbar noch etwas üben. Aber er ist bereit, alles zu tun, um Bruce zu retten. Alfreds Loyalität ist definitiv seine größte Fähigkeit. Alfred würde niemals seine Freunde oder Familie betrügen. Und er hilft anderen immer, das Beste aus sich herauszuholen. Perhaps it is time to regain your courage. Für mich ist er auf jeden Fall ein Vorbild. Well done, sir. Danke fürs Zuschauen, Leute. Checkt jede Woche samstags Kreuzritter mit Umhang aus und erfahrt mehr über Batman hier bei DC Kids. Die Episoden, die wir hier in diesem Video gezeigt haben, könnt ihr euch auch bei Warner Brothers Entertainment downloaden. Bis zum nächsten Mal.